Während in Österreich und in vielen Staaten der EU wegen des Krieges in der Ukraine alles teurer wird, wird der Krieg selbst immer mehr zu einem Abnutzungskrieg. Immer wahrscheinlicher wird, dass die Kämpfe auch noch in den nächsten Jahren weitergehen werden. Während auf den Schlachtfeldern bisher keine Entscheidung in Sicht ist, fehlt auch die Bereitschaft der Kriegsparteien, tatsächlich eine friedliche Lösung zu finden. Je näher man der Front in der Ostukraine kommt, desto mehr militärisches Gerät ist zu sehen. Dazu zählen Hubschrauber, aber auch ukrainische Panzer, die offenbar aus sowjetischer Zeit stammen, aber modernisiert wurden. Sie könnten auf dem Weg in den Raum von Donetsk sein, wo weiter heftig gekämpft wird. Wie der wiederholt zu vernehmende Geschützdonner zeigt, liegt auch der Ort Galizinowska nicht weit von der Front entfernt. Das Kulturhaus trägt den Namen von Karl Marx, dem geistigen Vater des Kommunismus. Bessere Zeiten hatte das Haus schon lange vor dem Krieg gesehen. Doch Marx ist Geschichte, während Sergei lebt. Der Händler kommt einmal pro Woche in den Ort, um seine Lebensmittel den wenigen Einwohnern zu verkaufen, die trotz Frontnähe geblieben sind. Das große Geschäft arbeitet nicht, weil die Leute den Ort verlassen haben. Daher hat man mich gebeten, ob ich nicht hier Waren verkaufen kann. An sich arbeite ich in einem anderen Ort. 2 Kilo Keks kosten übrigens 3 Euro. Ich kaufe immer etwas, um mit dem Händler ins Gespräch zu kommen und für Kinder gerüstet zu sein. Die Waren kauft Sergei in der Stadt Dnipro. Auf dem Weg dorthin sehen wir eine deutsche Panzerhaubitze, die jedoch weg von der Front fährt. Bei Dauerfeuer soll diese Waffe massive Probleme haben. Angeblich soll sie nur für 100 Schuss pro Tag taugen. Doch das ist nicht das einzige Problem, das Ukrainer mit westlichen Waffen haben. Doch auch die Russen kochen nur mit Wasser. Wer in diesem Abnutzungskrieg den längeren Atem und die besseren Karten hat, werden die kommenden Monate zeigen. Zur aktuellen Lage im Krieg in der Ukraine ist jetzt Generalmajor Günter Hofbauer bei mir im Studio. Einen schönen Nachmittag, General. Grüß Gott. Generalmajor, man hört in den letzten Wochen nicht viel von bedeutenden Änderungen im Frontverlauf. Ist das jetzt dieser viel zitierte Abnutzungskrieg zwischen der Ukraine und Russland? Es ist auch tatsächlich so, dass sich in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Wochen, wenig bewegt hat. Wir haben das Schwergewicht an und für sich seit guten 4 Monaten der russischen Offensive im Osten. Das heißt, es geht im Wesentlichen um die Bereiche Luhansk und Donetsk. Russland will den Donbass in Besitz nehmen und gleichzeitig versucht die Ukraine vor allem im Süden den Druck nicht loszulassen. Vor allem darum, dass die russischen Kräfte dort nicht herausgezogen werden können, sondern im Gegenzug, so wie jetzt, sieht sich Russland gezwungen, auch in den Süden Truppen zu verlegen, weil die Ukraine eine Gegenoffensive angekündigt hat. Das ist diese Gegenoffensive im Süden bei Cherson. Wie verläuft denn die? Weiß man dann schon genaueres? Naja, also von einer Großoffensive würde ich hier auf keinen Fall noch sprechen. Es ist gelungen, die Übergänge oder den Übergang über den Dnepr, der wesentlich für die am Westufer des Dnepr befindlichen russischen Truppen ist, um die zu versorgen, zu zerstören und somit die Truppen ein bisschen abzuschneiden. Und gleichzeitig versucht die Ukraine anzudrücken auf die russischen Stellungen, aber das ist keine Großoffensive. Jedenfalls werden aber dort erhebliche russische Truppen gebunden. Wenn man sich das jetzt so anhört, seit 4 Monaten ist die Lage so mehr oder weniger irgendwie mit einem Hin und Her, wenn man das so sagen kann. Wie lange kann denn das insgesamt noch dauern? Wie lange halten beide Seiten, Ukraine und Russland, militärischer, personeller und natürlich auch in finanzieller Hinsicht das noch durch? Wer sitzt am längeren Ast? Ich fürchte, dass das noch sehr lange dauern kann. Weil im Endeffekt mit dem Grad der Eskalation vor allem von der russischen Seite immer wieder gespielt werden kann, Druck aufgebaut werden kann, Druck nachgelassen wird. Ich gehe davon aus, dass jedenfalls das Ziel der vollständigen Eroberung von Donetsk und Luhansk, der beiden Oblaste, ganz im Fokus der russischen Anstrengungen steht. Und ich denke auch, dass wir in eine neue Pattsituation, so ungefähr im Herbst, gehen werden, wo wir eine grob 1000 Kilometer lange Frontlinie zwischen der Ukraine und Russland haben, wo je nachdem, wie die Ressourcen verfügbar sind, Sie haben es ja richtig angesprochen, wieder
Druck aufgebaut wird oder nachgelassen wird. Aus Ihrer Sicht als Militärexperte, kann man denn tatsächlich sagen, wer insgesamt am längeren Ast sitzt? Wer hat die größeren Ressourcen? Jetzt gibt es auch immer wieder Waffenlieferungen an die Ukraine. Auf der anderen Seite steht natürlich Russland auch mit sehr, sehr einer großen Stärke. Glauben Sie denn, dass es hier überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass einer der beiden und wenn, dann wer gewinnen könnte? Also es ist immer die Frage, was als Sieg bezeichnet wird. Wenn sich Präsident Putin damit zufrieden gibt, zum Beispiel das von mir vorher angesprochene Szenario als Sieg, vor allem zu Hause argumentieren zu können, dann könnten wir einen eingefrorenen Konflikt sehen, wo Russland die besetzten Gebiete vom Süden, also vom Dnepr weg, von Cherson bis quasi nach Kharkiv einverleibt und annektiert. Und auf der anderen Seite sind die Waffenlieferungen der westlichen Staaten für die Ukraine eine Voraussetzung dafür, dass sie sich überhaupt weiterhin wehren können. Mhm. Ganz kurze letzte Frage. Wie stehen denn Ihrer Meinung nach überhaupt die Chancen, auf den Verhandlungstisch wieder zurückzukehren? Dass man sagt, man sieht tatsächlich eine Möglichkeit, eine halbwegs vernünftig, kann man das Wort wahrscheinlich eh nicht in den Mund nehmen, aber eine Möglichkeit des Zusammenkommens und eine Lösung zu finden. Also das sehe ich unter den derzeitigen strategischen und politischen Rahmenbedingungen nicht. Keine Seite hat ihre Ziele erreicht, weder Russland noch die Ukraine. Was müsste passieren, dass so etwas wieder in Also für die russische Seite müsste zumindest eine klare Möglichkeit gegeben sein, einen Sieg zu verkünden. Und andererseits hat Selenskyj sich die Latte sehr hochgelegt, indem er gesagt hat, dass er die verloren gegangenen Gebiete wieder zurückholen möchte. Also das wäre hier sozusagen ein Spielraum, der noch wäre, wenn man ihn geben würde. Vielen Dank, Herr Generalmajor, für Ihre Einschätzung. Dankeschön. Sehr gerne. Temperaturen über 4.